Hallo und herzlich willkommen im Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 22, zur Montagsausgabe des BA Pros. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einem Sieg und einer Niederlage am Freitag versuchen wir heute natürlich wieder einen Sieg zu Hause davonzutragen. Ich hoffe, es wird mir gelingen. Wir sind im Moment Zweiter in der Division, Fünfter in der Liga und immer noch Erster aus Topstorger. Das passt einmal soweit ganz gut. Wir haben die geilsten Fans der Welt hier im Rücken zu Hause in New York City. Plus Angriff, Verteidigung und die Tore. Und unsere Gäste aus Florida haben ein paar mitgereiste Fans im Pettos. Und ich hoffe, gute Stimmung. Spieltag 69 und 70, meine lieben Sportsfreunde. Wir nähern uns der Meisterschaft und somit müssen wir schauen, dass wir unsere Plätze hier sichern. Für den einen oder anderen, den was interessiert, wie ich aus der Verletzungspause wiedergekommen bin, sind wir Vierter in der Division gewesen und 20. in der Liga. Also wir haben uns ganz nicht weit führig. Kämpft wieder in der Liga. Und zwei Plätze natürlich positiver in der Division. So, wer vorhin gespielt? BA Pro mit NHL 23, darf mich mal interessieren. Ich habe mir sogar geschaut, ob es eine Veränderung gegeben hat. Lasst uns mal wissen in die Kommentare. So, Bullet King macht. Jawohl, 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 Puckcheck funktioniert, aber die Scheibe bleibt nicht bei uns, die Scheibe bleibt nicht bei uns. Abwarten, abwarten, na, ja, gut. Jawohl, gut, sie senkt. Auch nichts. Aber steht da wieder 0 zu 0. Und schon ist der Einsatz vorbei. Und dann skippen wir uns nach vorn und hoffen, dass nichts Gröbers passiert, was wir ausgleichen müssen. Na, passiert nichts. Ist einfach nur 0 zu 0. Verloren. Komm schon, komm schon. Passen sollte man halt keiner, gell? Ja, Ritter gescheide. So. Schauen wir mal, vielleicht der Schuss, was muss. Das Tor, nein, der Schuss nicht mehr. Null zu null nach dem ersten Drittel, hier in der ersten Begegnung. Geht weiter mit dem zweiten Drittel. Thank you.
geht's. Die Scheibe, vielleicht übernimm was. Aber ihr haben. Ist ein bisschen unglücklich, meiner Meinung nach. Über die Linie. Jeder andere gerade tun nicht. Haben wir einen Topstalker. Passt. Wir können noch fahren, aber der Pass hat angefangen. So, ab geht's. Und kommen wir wieder aufs Eis. Oh, Florida geht wieder 1-0 in Führung. Jawohl, der Wladimir rettet uns. Ausgleich. Vitali. Der Vitali. Nicht mehr Vladimir. So. Druck fortsetzen machen wir jetzt einfach. So. Kommt schon. Check hat so funktioniert, weil ich einen grünen Hutsack gekriegt habe, aber er möchte nicht bei uns bleiben. Der wollte nicht, der jetzt ist er ja bei uns gewesen. 1-1. Jetzt kommt das letzte entscheidende und gefährliche Drittel in der ersten Partie, meine lieben Sportsfreunde. Vitali macht das zweite Tor und somit geht New York in Führung, meine lieben Sportsfreunde. Jetzt hast du das Ziel, dass der Vitali seinen Hattrick schafft. So, aber versucht haben wir es. Jawohl, da ist jetzt mein 64. Tor in dieser Season, meine Sportsfreunde.
Die haben wir. Und in Führung gehen wir deutlich. Aber das heißt, da will ich noch aufpassen. Florida könnte immer noch gefährlich werden. Der Panther könnte immer noch uns die Zähne und die Krallen zorn. Und die verlieren wir. Für die Top 10 Tore bin ich schon einmal. Gegen unter Druck setzen, das können wir doch wohl. Bringen wir zusammen, Coach. Bringen wir zusammen. Druck machen, Jungs, Druck machen. Ah, Teufel, noch eins, ist nicht reingegangen. 7,49 müsste sein. 3 zu 1 für New York. 5,11. Steht aber nur gleich. 5 gegen 4. War es mein Fehler oder war es das von meinen Kollegen? Man weiß es nicht. Oder vielleicht schon. Geht's auf, geht's auf, geht's. Komm schon, komm schon. Jetzt spielen wir auch das Tor, mach das Tor. Mein Fehler, mein Fehler. Angriff ist besser als wir Gokka-Angriff. 3,15 noch. Aber wir gewinnen mit 3 zu 1 zu Hause gegen Florida, meine lieben Sportsfreunde. 86 Punkte für die Division, 86 Punkte für die Liga und 95 Punkte als Topscorer. Haben wir Punkte kassiert. Hervorragend, hervorragend. Der Igor, unser Goalie, ist auf Platz 3. Haben wir einen Star mit 3 Assists auf dem
zweiten Platz. Und der Vitali wird mit seinen zwei Tore auf dem ersten Platz sein. Jawohl. Haben wir drei Stars, zwei Tore, drei Assists. Starten wir schon mal gut rein am Montag. All right, let's go around the horn and see what happened elsewhere around the NHL tonight. The Cats had their hands full with the Rangers. The New York Rangers tightened it up late when they needed to most, and they pick up the 2 points. Hey, this wasn't the only stop in the National Hockey League tonight. Elsewhere around the league, the Golden Knights faced off with the Stars. New York Islanders sind die nächsten auf unserer Liste. Minnesota picks up the shutout victory with a beautiful performance defensively. Auswärtsspiel bei den Islanders. Lass mich kurz schnell schauen. Vielleicht ein bisschen schauen. Wir möchten ja unser luxuriöses Leben ein bisschen weiterführen. So, wir haben aber mitgereiste Fans im Petto, plus Angriff, Verteidigung und die Tore. Und unsere Gastgeber, die Islanders, haben den Heimvorteil auf ihrer Seite. Aber wir werden schauen, dass wir sie hier auch, dass wir eine Punkte abnehmen. Auf geht's, auf geht's. Ich verliere. Und abgeben. Teamspiel müssen wir auch. Wir bringen ein bisschen. Ist jetzt nicht so ausgegangen, wie ich das gern home hätte wollen, aber macht nichts. So, Lücke suchen. Einen Moment, mein Controller ist fast leer. Wäre normalerweise ein Powerpack, aber das liegt bei mir im LKW. So, 10:58. Mit 0:0 beenden wir das erste Drittel. Auf geht's, auf geht's. Jawohl.
Kim Scho. Lücke. Leider nichts. Leider nichts gewesen, auszuspeisen. Kim Scho. Ah, na, bitte nicht, der Verletzungspause. Ich habe den Kopf voll auf dem Eis geschlagen. Jawohl, mit dem Hinterkopf bin ich voll auf dem Eis aufgeschlagen. Leichte Gehirnerschütterung bis schwere, hundertprozentig. Ah. Warum muss es so sein? Wir hätten jetzt so einen guten Start gehabt. Immer wieder verdammt zum Simulieren. Aber wir gewinnen mit 3:1 auswärts. Achtundachtzig Punkte für die Division, achtundachtzig Punkte für die Liga. 5-1 Punkte für den Topstorger. Die Islanders haben einen Goalie. Wir haben auch unseren Goalie auf dem zweiten Platz. Und auf dem ersten haben wir einen Dominik. 2 Tore, 0 Assists, 2 Stars, 2 Tore, 0 Assists. Wer meinen Franchise-Mode verfolgt, der weiß, wer der Dominik ist. Sollte jetzt keine Werbung sein, dass mein Franchise-Mode du schaust. Schauen wir mal, wie lange es Maus fängt. The Blue Shirts took to the ice to lock up with the Islanders. The New York Rangers toughed this one out and they get the 2 points. The Kraken played a game against the Golden Knights. Seattle tightens it up when they needed to. Schauen wir mal, haben wir da irgendwo, ich glaube nicht, dass wir da einen Verletzungsbericht für uns selber haben. Winnipeg puts in a workmanlike effort in this one and they get the win. We are as cool as ice and we are bringing you many more stories from the NHL. Von der Statistik. Na, Statistik ist nicht. Simulieren wir uns mal Fürche gegen Ottawa. Dem wir nicht im gegen die New Jersey Devils auch nicht rutschen, mal bleiben wir auf dem vierten Platz. Dann unser Agent. Ich habe so viel Geld ausgegeben für den Doktor. Mal trainieren tue ich schon mal wieder, gell?
Berater ist ja gut, wie man Hopfen verlernt. Ja, jetzt müssen wir da durch. Tausend, gut die Million. Mal kurz ausgeben. Ich weiß nämlich nicht, ob ich zu den Playoffs zurückgekommen, deswegen muss ich jetzt das bisschen verlängern. Klar, mach mal. Wenn dazu zwei, drei Kämmer, aber es tut mir leid, meine Sportsfreunde, da müssen wir durch. Das ist halt Bia Pro. So, da sind wir jetzt auch noch verletzt. Gegen Buffalo sind wir auch verletzt. Jetzt sind wir schon am 74. Spieltag. Gegen Winnipeg. Sind wir auch noch verletzt? Wie lange halten die so? Gegen Anaheim. Auch noch. Ich habe mir Angst, dass ich bis zum großen Ding vorspiel, ist dann für mich gelaufen. Aber ich würde sagen, das mache ich jetzt allein fertig, meine lieben Sportsfreunde. Ich hoffe, trotz Verletzung hat es euch ein wenig gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier aus BA Pro weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.